Hallo zusammen, ich möchte Sie, euch ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Tutorial. Das Thema wird sein, ja, die Luxor Living Anlage eben anzubinden über die Sprachsteuerung von der Alexa. Ja, springen wir gleich zu dem ersten Slide. Warum Sprachsteuerung? Ja, zum einen mal ganz wichtig, es ist ein Trend, es ist cool, man zeigt es gern, man muss es haben. Ja, gehört einfach dazu. Man zeigt es gern dem Freund, dem Nachbarn, wie auch immer. Hey, ich kenne mein Haus, ich kenne mein Wohnzimmer, ich kenne meine Heizung, ich kann alles entsprechend steuern über Sprachsteuerung. Aber was natürlich hier auch mit dazu gehört, ja, ich kann eben entsprechend auch über die Alexa-App die Anlage auch entsprechend remote, sprich von unterwegs, bedienen und schauen, wie letztendlich, ob alles ausgeschaltet ist, ob die Heizung ausgeschaltet ist oder ich kann sie entsprechend einschalten. Ja, das gehört letztendlich hier auch mit dazu, was natürlich auch schon über die Themen Cloud-Verbindung auch schon unterstützt wird. Ja, dann gehört es natürlich dazu, ich sitze auf dem Sofa, es ist einfach, es ist bequem, ich brauche nicht aufstehen, ich kann einfach hier einen Befehl geben, schalte das Licht ein oder dimme das Licht oder starte eine Szene. Ja, komfortabel. Wie oft man das dann wirklich nutzt, ist die andere Frage, aber es ja, ist einfach ein Trend. Klar, ganz wichtiges weiteres Argument ist natürlich auch die Mitbewerber haben natürlich diese Sprachsteuerung weitgehend im Angebot. Somit muss einfach auch diese Funktion mit unterstützt werden, gar keine Frage. Aber es gibt auch durchaus eine ernstzunehmende und eine wirklich richtig sinnvolle Anwendung für die Sprachsteuerung. Da geht es dann einfach um Behinderte, um ältere Personen, die vielleicht einfach nicht mehr so mobil sind, für die der Weg bis zum Lichtschalter einfach ja, mühsam ist oder die ja, sich nicht mehr getrauen, jetzt über ein Smartphone oder über ein Tablet entsprechend die Anlage zu bedienen, die können das dann natürlich auch ganz einfach über die Sprachsteuerung machen. Oder Personen, die irgendwie mal im Bett liegen und nicht raus können. Von daher hat das durchaus auch seine sinnvolle und seine praktische Verwendung. Und deshalb ja, möchte ich jetzt einfach vorstellen, wie diese Konfiguration durchgeführt wird. Zuallererst natürlich die Voraussetzungen, was brauche ich? Ja, ich brauche natürlich eine Luxor Living Anlage, gar keine Frage. Die muss entsprechend konfiguriert sein, muss entsprechend zu bedienen sein. Ich muss die Anlage über Luxor Play bedienen können. Die Anlage muss mit dem Theben Cloud Account verbunden sein, damit ich auch über Luxor Play Remote auf die Anlage drauf zugreifen kann. Wenn ich dieses entsprechend dann habe, dann muss ich letztendlich nur noch die entsprechend hochziehen. Ich brauche auch noch ein Amazon-Konto, ich brauche ein E-Mail-Konto, ich brauche ein Smartphone, über das ich einrichten kann. Ja, das werde ich alles in den nächsten paar Minuten entsprechend zeigen, wie das genau funktioniert. Nochmal kurz, kleine Wiederholung an dieser Stelle, vielleicht ganz hilfreich. Wie setze ich die Theben-Cloud-Verbindung auf? Das ist einfach auch eine Grundvoraussetzung für die Sprachsteuerung. Und ja, letztendlich, ich brauche die aktuelle Version von Luxor Play entsprechend auf meinem Smartphone. Ich brauche auch die aktuelle Firmware auf der IP1 installiert. Das kann ich entsprechend auch nachschauen in Luxor Play. Und ich brauche ein eigenes E-Mail-Konto, auf das ich direkt zugreifen kann. Als nächstes verbinde ich mich einfach mit der Webseite https://cloud.theben.de, registriere mich dort und registriere mich dort mit meiner E-Mail-Adresse, die ich entsprechend benutze typischerweise. Bekomme dann eine Confirmation-E-Mail, die ich dann auch entsprechend wieder beantworten muss, damit wir auch wirklich sicher sind, dass dieses E-Mail-Konto zu Ihnen passt. Im nächsten Schritt einfach noch in Luxor Play unter Einstellungen Schnittstelle das Cloud-Konto bei der IP1 aktivieren und das war's soweit. Und Sie können dann entsprechend direkt über Luxor Play sich verbinden, einfach die Einwahl
Option Cloud-Konto anwählen, sich verbinden und das war's dann. Und es funktioniert dann genauso auch für weitere Nutzer, wenn mehrere Personen im Haushalt entsprechend auch dieses Cloud oder ein Cloud-Konto besitzen, dann kann dieses genauso darüber auch mit verwendet werden. Ja, also auch diese Schritte sind eigentlich sehr einfach und leicht durchzuführen. So, jetzt würde ich aber zuerst mal gerne die Voraussetzungen für meine jetzige Installation kurz checken. Und ja, genau, mein Kollege stellt mir jetzt mal gerade kurz mein Handy entsprechend ein. Ich habe hier, dann kommt es alles weg. So, ich starte zuerst jetzt mal meine Luxor Play Applikation auf meinem Smartphone. Und zwar, ich verbinde mich jetzt allerdings direkt lokal im Netzwerk damit. Ich gehe da unten auf Administrator, gebe dann hier mein Passwort ein für die lokale Anbindung. Und man sieht jetzt hier mein Haus, meine Wohnung. Und ich kann hier einfach mal in den Raum Wohnzimmer reingehen und habe hier die Möglichkeit, eine Deckenlampe einzuschalten oder eine Lampe hochzudimmen, da unten kommen die hoch, oder natürlich auch eine Jalousie zu fahren. Ja. Genauso auch kann ich hier entsprechende Szenen aufrufen, zum Beispiel eine Szene im Wohnzimmer, die mir dann mit einem Klick einfach das Heizen, das Schalten, das gedimmte Licht, die Jalousie entsprechend positioniert und auch mit der Szene Wohnzimmer aus kann ich diese wieder sofort deaktivieren. Ja, also das funktioniert soweit. Momentan bin ich jetzt lokal direkt im lokalen Netzwerk mit der IP1 verbunden. So, im nächsten Schritt, also es funktioniert soweit, im nächsten Schritt verbinde ich mich jetzt mit Luxor Play über unser Cloud-Konto. Deshalb melde ich mich hier jetzt ab und klicke hier oben links in der Luxor Play auf dieses Cloud-Icon. So, das sehe ich jetzt hier. Dann muss ich mein Cloud-Konto entsprechend eingeben und sage anmelden. Jetzt verbinde ich mich über die Cloud mit meiner Anlage und kann dieses sehr wohl und sehr gut erkennen. Und zwar genau an diesem Icon, dass dieses Wolken-Icon entsprechend aktiv ist. Das zeigt mir, meine Luxor Play-Applikation ist jetzt mit über die Cloud verbunden und ich kann hier drüber jetzt genauso wieder, jetzt gehe ich zum Beispiel mal in den Garten rein, kann mal hier die Gartenlampe ein- und ausschalten oder im Schlafzimmer mal das Schlafzimmerlicht ein- und ausschalten. Ja, das funktioniert jetzt hier ganz genauso. Ja. Einfach auch eine ganz wichtige Voraussetzung, dass ich meine Anlage auch über das Cloud-Konto verbinden kann. So. Dann kann es jetzt letztendlich auch losgehen. So, alle Voraussetzungen sind vorhanden, was jetzt auf der Luxor Living Seite angeht, was die Luxor Living Seite angeht. So, jetzt geht es um den nächsten Schritt und zwar die Inbetriebnahme der Amazon Echo Dot oder wie auch immer, welches Gerät Sie auch immer vor sich haben. So, als allererstes muss allerdings dann auch die Alexa-App auf dem Smartphone entsprechend installiert sein. Und entsprechend muss diese auch mit dem entsprechenden Amazon-Konto verbunden sein. Ich habe die jetzt bei mir schon installiert und ich starte jetzt die mal kurz. Sag Amazon Alexa. So. Und sage unten auf Geräte. Dort habe ich bisher nur die Alexa auf meinem Smartphone verfügbar, aber noch keine Amazon Echo Dot entsprechend installiert. Aber ich möchte jetzt, ich habe ja hier auch schon ein Laufen, man sieht es auch im orangenen Kreis, dass die entsprechend im Betriebsmodus ist. Und ich mache jetzt einfach, die wurde jetzt schon erkannt, ich klicke hier auf Weiter. Und es werden die Geräte gesucht. Ja, die wurde jetzt auch schon gefunden, man hat es gerade gehört. Und im nächsten Schritt
fragt die jetzt nach dem entsprechenden WLAN, mit welchem WLAN sich der Echo Dot verbinden soll. Und ich muss jetzt letztendlich einfach sagen, okay, soll sich bitte mit diesem Account verbinden. Dieses Passwort für dieses WLAN ist im Smartphone hinterlegt. Deshalb kann auch das Passwort gleich vom Smartphone entsprechend mit übertragen werden. Ja, er ist jetzt verbunden, er signalisiert mir das auch, ist jetzt, und das passt jetzt soweit. So, die ist soweit bereit. Genau, ich mache mal trotz allem weiter. Ich mache mal, die will jetzt noch ein paar Sachen von mir wissen. Ja, zum Beispiel, wo das Gerät steht, ob dem Schlafzimmer, Küche oder wie auch immer. Ich sage jetzt einfach mal, die steht zum Beispiel vielleicht im Wohnbereich. Ich glaube, das war ich. Oder sag mal einfach im Erdgeschoss. Und sage weiter. Dann fragt sie mich noch nach entsprechenden Positionen, wo sie sich örtlich befindet. Den Schritt überspringe ich jetzt einfach mal. Kann ich ja dann auch später entsprechend eingeben. Und ich überspringe auch diesen Schritt jetzt soweit. Die Einrichtung der Alexa ist soweit fertig. So, und jetzt versuche ich mal einfach einen Test. Ich hoffe, das funktioniert jetzt soweit auch. Dazu schalte ich mal das Mikrofon frei. Alexa, wie viel Uhr ist es? Es ist 9:40 Uhr. Okay, man sieht, sie funktioniert soweit. Wunderbar. Sollte dieses nicht funktionieren oder sie nicht richtig verbunden sein, dann würde man hier keine Antwort bekommen und diese Schritte müssen einfach nochmal wiederholt werden. So, jetzt gehe ich wieder zurück auf mein Smartphone. Ich gehe hier unter Geräte und möchte jetzt hier entsprechend den Luxor Living Skill für die Sprachsteuerung entsprechend mit installieren. Dazu gehe ich hier unten einfach auf meine Smart Home Skills und möchte Skills entsprechend aktivieren. Muss allerdings zuerst den Skill aussuchen, deshalb da suche ich mal hier nach Luxor Living. Luxor Living, dann wird die mir entsprechend hier mit angezeigt. Ich wähle die aus und aktiviere diesen Skill. So, und jetzt muss ich genau wiederum für diesen Skill mein Passwort und mein Account für meine Theben Cloud eingeben und muss das jetzt entsprechend kurz eingeben. Und muss auch kurz das Passwort mit eingeben. Melden. So, ich bin jetzt schon angemeldet auf der Theben Cloud. Man sieht jetzt, sie zeigt mir an, die App, dass ich dort auch bereits schon eine IP1 registriert habe mit der entsprechenden Seriennummer. Und jetzt brauche ich nur noch entsprechend den Benutzernamen für die IP1. Das wäre bei mir hier standardmäßig eben Admin. Und das Passwort, das ich hier meiner IP1 zugewiesen habe, das habe ich ja vorher auch schon mal eingegeben. Und sage einfach anmelden. So, also wurde erfolgreich verknüpft, funktioniert soweit, mach schließen. Und im nächsten Schritt, ja, scannt nun diese App im Prinzip zusammen mit der Alexa die gesamten Konfigurationen, die in meiner Visualisierung vorhanden sind. Deshalb klicke ich hier auf Geräte erkennen. Und ja, jetzt sucht einfach diese App alle Geräte, die hier sich in der Anlage befinden. Braucht so eine halbe, dreiviertel Minute. Und
ja, muss dann entsprechend, werden mir dann entsprechend angezeigt und ich kann die Geräte dann auch schon bedienen. Sobald dieser Scan entsprechend abgelaufen ist. Also, wie gesagt, ganz wichtig einfach dieses Cloud-Konto, das funktionieren muss. Die ganzen rechtlichen Punkte sind wirklich absolut easy. Und ja, dann kann man das bedienen. Ja, jetzt müsste die noch gleich voll fertig sein. Und sie zeigt mir entsprechend an, was die Ergebnisse. So, es sagt zwar keine Geräte gefunden, aber das ist nicht schlimm. Man sieht trotz allem hier, ich habe jetzt hier die Lampen, ja genau hier oben, wurde übrigens jetzt angezeigt, 15 Geräte gefunden. Also es sind sehr wohl Geräte gefunden worden, die mir hier entsprechend angezeigt werden. Und ich kann diese Geräte zum Beispiel jetzt auch schon direkt bedienen. Wenn ich Lampe Garten drauf gehe, dann kann ich hier entsprechend die starten und kann dann die einschalten. Und man sieht, wie die Gartenlampe zum Beispiel hier eingeschaltet oder ausgeschaltet wurde. Ja, oder genauso auch, wie ich, dass ich eine Jalousie in der Küche zum Beispiel dann runterfahren kann. Und dann wird mir die Jalousie hier auch entsprechend mit herunterfahren. Also ich kann jetzt auch einfach vom Smartphone aus meine gesamte Anlage mit bedienen. Bekomme dann unter Lampen zum Beispiel alle Lampen angezeigt und habe hier dann auch zum Beispiel Zentralbefehle, wo ich dann einfach auch mehrere Lampen zusammen ein- und ausschalten kann. So, funktioniert soweit. Ich kann hier drüber dann natürlich auch die einzelnen Lampen entsprechend einem Raum zuordnen. Da habe ich beliebig viele Möglichkeiten, um dieses durchzuführen. So, und jetzt geht es letztendlich eigentlich nur noch darum, dass die Sprachsteuerung auch funktioniert. Das probieren wir jetzt gleich. Alexa, schalte Deckenlampe ein. So, hat man gesehen, funktioniert wunderbar. Genauso wie ich mir das eigentlich auch vorstelle. Und so kann ich jetzt letztendlich auch die Heizung mit steuern. Alexa, stell Wohnen heizen auf 22 Grad ein. Ja, da ist natürlich hier. Klimaanlage ist auf 22 Grad gestellt. Ja, also sie zeigt mir jetzt, das sagt mir, sie ist eingestellt. Allerdings ja, sieht es aus, als wäre es jetzt hier drin schon zu warm. Ich sage jetzt einfach mal, Alexa, stell Wohnenheizung auf 28 Grad ein. Die Klimaanlage ist auf 28 Grad. So, gut. Man sieht auf alle Fälle, es funktioniert genauso auch. Ich kann jetzt heizen, schalten oder die Jalousie. Alexa, fahr Jalousie Wohnzimmer auf 80%. Meintest du Schlafenlicht dimmen? Nein, Wohnzimmer. Jetzt muss ich nur kurz schauen, wie diese. Tut mir leid, ich kann kein Gerät mit dem Namen Jalousie Wohnzimmer finden. Ja. Alexa, fahre Jalousie Wohnen Jalousie auf 80%. So, jetzt fährt sie entsprechend diese Jalousie auch runter. Ja, ganz wichtig, hat man jetzt auch hier gemerkt, man muss wirklich genau diese Begrifflichkeiten verwenden, die auch entsprechend in Luxor Play für die einzelnen Funktionen hinterlegt wurden. Ich denke mal, das war auch ein ganz guter Test, einfach zu zeigen, dass man hier wirklich auch dann möglichst eindeutige Namen benennen muss und nicht in allen Räumen einfach nur Deckenleucht benenne. Ansonsten hat die Alexa mit der Zuordnung der einzelnen Befehle einfach ein Problem. So, funktioniert soweit und alles Weitere kann entsprechend gemacht werden. So, noch eine kleine Bemerkung zum Schluss der Session. Einfach nochmal einen kleinen Hinweis von unserer Seite aus, wenn die Alexa entsprechend konfiguriert ist, dann hört ihr natürlich immer auch mit und bekommt natürlich auch alle privaten, vertraulichen Informationen entsprechend mit. Ich kann hier einiges einschränken, aber ja, letztendlich einfach so der kleine Lauschangriff hat man hier trotz allem im Wohnzimmer oder wo auch immer.
dann bitte, ich habe es ja gerade auch schon erwähnt, es gibt immer wieder die Möglichkeit oder die Gefahr, dass auch missverständliche Befehle Funktionen auslösen, die ich vielleicht so nicht möchte. Deshalb einfach ganz wichtig, alle Befehle sollten und alle Funktionen sollten so benannt werden, dass die Befehle einfach möglichst eindeutig durchgeführt werden. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt wäre, ja, sicherheitsrelevante Komponenten, die sollten nicht über die Alexa steuerbar sein. Also ich sollte nicht irgendwie eine Haustüre, eine Garagentüre oder irgendein Dachfenster öffnen können über einen Sprachbefehl. Ansonsten machen wir es einfach dem Einbrecher sehr laut, sehr einfach, der ruft einfach laut vor der Haustüre: Alexa, öffne die Haustüre oder öffne das Garagentor. Und es fährt hoch und er ist drin. Also bitte solche Sachen nicht konfigurieren, nicht aktivieren. Ich kann im Profil auch solche Funktionen einfach dann deaktivieren und dann werden die nicht entsprechend ausgeführt. Auch ganz wichtig, letztendlich die Sicherheit hängt auch von der Sicherheit des eigenen Amazon-Accounts aus. Deshalb sollte dieses Amazon-Account mit Username, mit Passwort, ja, möglichst wenigen Personen bekannt sein. Und last but not least, auch die Sicherheit im eigenen lokalen Netzwerk, im Netzwerk des Hauses, ist natürlich auch entsprechend sicherheitsrelevant. Bitte sicherstellen, dass dort einfach auch entsprechende Firewalls und weitere Sicherheitsmechanismen vorhanden sind, um sicherzustellen, dass diese Anlage nicht missbräuchlich, man sich damit verbinden kann und nicht missbräuchlich bedient werden kann. So, war eigentlich ganz schnell und einfach. Hier nochmal kurz ein paar Links. Elmar, tust du mir mal kurz nochmal meine Präsentation? Ja, genau. Hier nochmal kurz ein paar Links zu weiteren Seminaren, zu Webinare, die wir so regelmäßig abhalten. Und dort wird dann auch entsprechend dieses Tutorial dieser Session entsprechend auch zu finden sein. So. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interesse, für das Zeit. Viel Spaß beim Konfigurieren und dann bis zur nächsten Session. Vielen Dank.